Boah, ist das ein Riesending. Oh. Freunde, Freunde, guckt euch das hier an. Ich habe ein wunderbares Mystery-Paket bekommen. Boah. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Ja, Freunde, der wunderbare und liebe Motu for Life-Fan hat mich auf Instagram angeschrieben und gesagt, dass er mir gerne etwas schenken möchte. Ja, er wollte mir etwas schenken. Und das ist ein Riesenkarton. Ein Mystery-Paket für den Onkel Retro. Oh, ich bin schon total gehypt. Mein Cuttermeister ist auch schon einsatzbereit. Ich habe das Paket auch noch nicht aufgemacht. Es ist doch verschlossen. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Fast nicht. Also ich muss sagen, es ist kein hundertprozentiges Mystery-Paket. Von einer Sache weiß ich. Weil er hat mich bei einer Figur gefragt, ob ich die schon habe. Und ich habe nein gesagt. Er hat gesagt, okay, dann kriegst du die. Aber er hat gesagt, er packt noch mehr ein. Und von dem Rest habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß von einer Figur, aber was er mir sonst noch da reingepackt hat, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ihr seht mich gerade so ein bisschen düdli düdli bulli bulli. Ich bin immer so aus dem Häuschen, weil ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn ich was geschenkt kriege. Wisst ihr noch, wie das früher war, als wir klein waren? Wenn wir was geschenkt gekriegt haben, wenn wir von Oma 5 Mark gekriegt haben. Oder unterm Weihnachtsbonus und Geburtstag, wenn die Geschenkpaketchen da lagen. Ey, diese Freude trage ich bis heute in meinem Herzen. Ne? Ich freue mich immer über alles. Ja, für mich gibt es auch keine Kleinigkeiten oder keine großen Sachen. Für mich gibt es, weil was letztendlich zählt, ist doch die Geste, Freunde. Und ich finde, es ist wichtig, dass man alles, wirklich alles, was man geschenkt bekommt, auch wirklich zu schätzen weiß. Und ich bin so jemand. Ich freue mich total. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung. So. Bevor jetzt jemand von euch die Männer mit den weißen Kitteln ruft und fragt, ob der Onkel Retro jetzt vollkommen verrückt geworden ist, schneiden wir das mal lieber auf, ganz vorsichtig. Weil ich will natürlich nichts kaputt machen. Ich wollte mir eigentlich einen Spaß machen und blind reingreifen in das Paket, um mir selbst noch eine besonders große Überraschung selber zu machen. Aber das Problem ist, da ich ja nicht weiß, was drin ist. Nachher greife ich da mit meinen grob motorischen Patschefingern rein, mache irgendwas kaputt. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen können wir das leider nicht so machen. So. Ja, ist ja auch nicht schlimm. So, wir haben jede Menge Mr. Cluster. So. Ja, da sehe ich auch schon eine Sache. Und zwar ist das die Sache, von der ich wusste, dass ich sie bekomme. Die können wir direkt mal als erstes auspacken. Und das ist Dublico. Dublico von den Origins. Ja, der ja mittlerweile bei Smith Toys erschienen ist und entgegen der ursprünglichen Versprechen ja nicht auf US-Karte kommt, sondern auf EU-Karte. Den habe ich jetzt bekommen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Da werden wir auf jeden Fall ein Unboxing-Video zu machen. Die Figur wird definitiv ausgepackt. Wir machen ein separates Video. Nicht jetzt, ne, weil jetzt geht es wirklich nur um das reine Paket. Auf jeden Fall ist klasse. Ich habe Dublico geschenkt bekommen. Ist das nicht cool? Wahnsinn, Wahnsinn. So, was haben wir hier? Noch mehr. So. Guck mal, im Paket ist noch ein Paket. Und da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, was drin ist. Wirklich nicht. Aber da brauche ich mein Cuttermesser nochmal, weil das hat er auch wieder eingepackt. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, das Ganze hier richtig cool einzupacken. Zeitungspapier. Noch mehr Zeitungspapier. Also was zu lesen habe ich definitiv schon mal. Das jetzt komme zu dem, was ich gerade sagte, meinen grobmotorischen Fingern. Jetzt hätte ich gerade was kaputt, fast kaputt gemacht. Fast. Weil ich sehe hier nämlich noch eine Figur. Und das ist ein Skeletor.
Und zwar für den Moto Classics. Cool. Ein Moto Classics Skeletor. Komm mal, ist der nicht geil, Freunde? Sieht der nicht hammermäßig aus? Die Moto Classics, das war ja wirklich eine geile Toyline, muss man ja sagen. Ne? Richtig, richtig cool. Und ich bin ja eh so ein Skeletor-Fan. Geil. Einfach nur geil. Ich meine, ich brauche euch die Moto Classics Toyline nicht vorzustellen, die kennt ihr. So, Zepter ist dabei. Zwei Schwerter sind dabei. Ja. Und noch die Originalverpackung. Dass die schon geöffnet ist, ist ja nicht schlimm, da brauche ich es nicht mehr zu machen. Cool. Ey. Fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt hier einen Duplico. Nicht durchgepanscht. Mhm. Ehrenwert, ehrenwert. Und wir haben einen Moto Classics Skeletor. Vielen Dank, mein Freund. Ich freue mich da wirklich riesig drüber. Da ist noch was drin. Mattel Creations. Steht da irgendwas drauf? Nee, da steht... Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin ist, Freunde. Bruder, ist das dein Ernst? Du schenkst mir Lady Slither? Ey, wie geil ist das denn bitte? Jetzt bin ich wirklich sprachlos. Schenk mir einfach Lady Slither. Ihr seht mich gerade sprachlos. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr sagen als nur Danke, wisst ihr? Ich suche jetzt gerade nach angemessenen Worten. Ich finde keine. Weil ich glaube, keine Worte können auch nur ansatzweise beschreiben, wie sehr ich mich gerade freue. Ja, Freunde, bevor das jetzt hier zu emotional wird, zeige ich euch noch einmal kurz im Schnelldurchgang, was ich bekommen habe. Also hier haben wir einmal die Verpackung vom Moto Classic Skeletor. Dann haben wir hier den Duplico. Dann haben wir hier ja, den ausgepackten Skeletor und ja, Lady Slither. Ey, was für ein cooler Typ, ey. Was für ein Ehrenmann. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Freund. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer Danke. Ja, ich würde ja gerne seinen YouTube-Kanal verlinken als Dankeschön. Allerdings hat er keinen YouTube-Kanal, keinen eigenen. Aber schaut gerne mal auf Instagram bei ihm vorbei. Moto for Life Fan. Er freut sich bestimmt. Geil. Das ist einfach nur...